Na, mein Wutz hier, alles gut. Das sind übrigens verwilderte Schweine. Ursprünglich kamen in der Karibik natürlich keine wilden Schweine vor. Das sind Hausschweine, die die Europäer mitbrachten und da verwilderten. Ja, das ist der Infrakter Bildungsauftrag. Den muss ich ja auch weiterhin schön treu und brav erfüllen. Okay, so kein Streit. Dann muss ich ihn ja nicht umbringen. Split me, no. I'm not it's okay, Tass. Give me a Fuzzy and a target, and I'll do what. I'll return fire. Ja, schön. Das ist die, wo ich gerade bin. 579, 720. Wo kriege ich das angezeigt? Wobei. Nee, das ist die nicht. Das ist eine komplett andere Insel. Nur woher weiß ich das? 579, 720. Wo zeigt mir das das Spiel an? Ah, warte mal hier. Ich habe ja hier auf der... Einmal 500.
Da. Da in dem Bereich irgendwo ist es. Auf der anderen Seite brauche ich eine Harpune? Nein. Können wir natürlich trotzdem bei Gelegenheit mal machen, irgendwie so ein bisschen Schatz buddeln. Aber jetzt machen wir mal Schnellreise. Ne, halt, warte mal, wir haben genau. Sparen wir uns nämlich mal 10 Minuten herumschippen. Wie lautet unser Kurs heute, Captain? Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir erstmal Kurs auf die Festung. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Sind die Wanden noch fest, Seemann? Sind alle Kreuzsegel bereit? Von Backbord, Sir! Da treibt einer, Sir! Denke, er hat überlebt! Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Ich wusste gar, dass er an Sunny. Steuerbord, Captain! Treibt gut! Segelreffen raus aus der Böe! Wobei, bevor wir ins Gefecht gehen. Sieht, Männer! Großsegel bergen! Könnten wir mal... Ja, genau, das war der Schoner, den wir gerade eben. Mit denen können wir nämlich dann mal... Ja, ob sich das wirklich lohnt, die nochmal... die besser abfracken. Habe ich wieder Platz für zwei weitere Bricks.
Schön. Die zwei Prigs aus unserer Flotte sind unterwegs. Da gucken wir mal, dass wir noch zwei weitere Prigs erbeuten. Mal abgesehen von der Beute, die sie so an Bord haben. Können sie in Zukunft für uns dann arbeiten. Captain steuert selbst. Los, Segel setzen! Da ist doch eine Beute. Oder gut, kann auch eine Fregatte sein, dann ist keine Beute. Sind die Wanden noch fest, Seemann? Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Setzt alle Segel, die wir haben! Von Backbord, Sir! Schiffbrüchiger Seemann, ahoi! Lebt noch! Oh, nee, das ist keine Beute. Für die sind höchstens wir Beute. Steuerbord! Riecht nach Beute! Topsegel reffen! Steuerbord, Captain! Konvoi! Scheint ein guter Fang zu sein, Captain! Segel setzen! Groß- und Bramsegel! Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht! Ja, wir nehmen ihm jetzt die nächste Festung ab. Ein Sturm! Sieht übel aus! Ideal, da kommen wir dichter an sie ran, ohne dass sie uns bemerken. Schlecht für uns, wenn wir dicht an den Klippen sind. Bram und Marssegel fest, surren! Und die Feuersegel ein! Ja! Ja! Haltet euch fest! Bereit zu schießen, Sir! Ein Wrack mehr! Sie bricht auseinander! Und alle Segel, sie verträgt das! Setzt Hauptbram und Marssegel! Sir, von Steuerbord! Sag gut von deinem Wrack, Captain! Habt ihr nicht zugehört? Ruhe in Sicht, Captain! Ruhig, Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Kanone bereit! Feuer! An Steuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Da warten Befehle, Captain! Feuer! Auf die Türme zielen, Captain! Da! Ein gut platzierter Schuss! Befestigt die Ra! Ich will sie nicht schlagen und huckeln! Feuer! Lass doch da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Vorsicht, Captain! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Sie... Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Verdammt, bist du verrückt, Captain! Feuer! Macht euch bereit! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Die können uns sehen! Ach echt? Die schießen auf... Ein Schott hat's völlig zerstört! Feuer! Sektion ist verloren! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Schüsse und wir sind Feuer! Dort ist sie verwundbar, Captain! Feuer! Feuer! Bruder, Captain! Feuer! Ja! Die haben Feuer! Uns im Visier, Captain! Feuer! Ja! Ja! Ein guter Treffer könnte sie da ablegen! Schlucken eine Menge Blei. Feuer! Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss. Feuer! Wir werden alle in den Tod gerissen, Captain. Feuer! Da! Wir müssen diese Türme treffen. Feuer! Ja! Warten Sie verwundbar, Captain. Feuer! Dein Zeichen, Feuer! Wir dürfen nicht in dieses Monster geraten. Feuer! Ah! Feuer! Feuer! Sie, eine Wirbel mit Feuer! Wir gehen diese Stoffe in den Wind! Feuer! Ja! Ihre Stoffe ein direkter Treffer und wir gehen Feuer! Runter. Das Schiff bricht in zwei, Kenway! Feuer! Ah! Feuer! Holt sie zurück! Feuer!
Segelreffen! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Da ist sie am Schwepp! Knappe Sache! Runter auf den Grund! Ein Wrack mehr! Naja. Wer nimmt mitten in dem Wirbelsturm eine Festung auseinander? Der Monty. Gut, der Monty kann jetzt singen, aber der Monty freut sich gerade wie Schneekönig. Mars und Topsegelbergen! Raus aus dem Wind! Nicht trödeln! An die Leinen und Pult! So, Kinder, jetzt haben wir nämlich hier ein Sperrvor weniger und wir beherrschen die Passage nach Süden. Ah ja, da unten. Was? Was? Ach so. Das scheint schon etwas schwierigeres und größeres Fort zu sein, dass ich drei Offiziere töten soll. Quieto, no te muevas! En el punto de mira! No nos engañarás con eso! Ya está bien, detente! He oído un estallido de polvo. Gut, Tras él! Todos a la vez! Acercaos a él! ¿Qué hay en la maleza? ¡Ey! Ey, Alter! Der ist mir nachgerannt!